außen der Außenanlage, die Löwen stehen allerdings bei der Türe, also man sieht es vielleicht gar nicht so optimal da drüben. Die Gibali ist ja jetzt die jüngste bei uns im Bunde. Das ist noch ein ganz kleiner Elefant, zur Welt gekommen mit ca. 90 Kilogramm. Da ist jetzt auch der Kommandant am Rand und auch der zeigt uns jetzt gleich, dass er, obwohl er so groß ist, eigentlich ein sehr flotter Jäger ist. Die Nina zeigt uns sehr schön, dass auch die Ohren haben sich auf dem Bauch rutschend fortbewegen können. Das machen sie natürlich trotzdem auch, wenn der Boden sehr glatt ist oder wenn es bergab geht. Bei uns in der Anlage machen sie es sehr gerne, wenn im Winter der Boden zugefroren ist. Es spart einfach Energie. Also sie können es zwar auf allen Vieren, aber warum soll man sich anstrengen, wenn es auch leichter geht? Jetzt habe ich es schon gesagt, der Kommandant ist ja das älteste Tier bei uns, also auch von den Erwachsenen der einzige, der bei uns zur Welt gekommen ist. Lebt also wirklich schon seit 17 Jahren hier im Tiergarten Schönbrunn. Und wenn die Türe zugeht, dann gibt es nochmal diesen traurigen Blick von den vier kleineren Tieren bei der Türe hinein. Der Kommandant hat das nicht nötig, der setzt sich wieder auf seinen Felsen zurück. Präsentiert sich schon, da kann man jetzt nochmal schön fotografieren. Ja, das ist gut. Fälschlicherweise vermutet wird, dass sie bei großen Beutetieren zuerst den Mageninhalt fressen würden und erst dann den Rest. Das hat nichts mit dem Mageninhalt zu tun, sondern einfach über den Bauch kommen sie eher an das Fleisch heran. Der Rücken natürlich mit Knochen und den Rippen versehen ist schwerer zugänglich und sie fressen vor allem die Magenhaut dabei, weil die sehr nährstoffreich für die Tiere ist. Ja, das ist ja ein Gemeinde. Ja, so, das kann ich ja nicht mehr. Ja,
Una mica per mi també, no? Ostres, escolta, no es mou, eh? És un au. Schade, so lange sie sich da angeguckt, bis sie sehr schön auf jeden Fall auf der Form. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so gut bin.